Hallo und herzlich willkommen zu meinen Building Shorts. Ich will euch heute zeigen, wie eine Raffinerie baut. Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Ihr braucht wieder eins dieser super teuren Diamantzahnräder. Dann braucht ihr drei Tanks, die werden so außenrum platziert und Redstone-Fackeln jeweils so. Und ihr seht da oben schon, da hat sich schon eine Raffinerie, wird sie schon angezeigt. So. Und wie funktioniert das Ganze? Wie sieht das Ganze in echt aus? Wir springen wieder zur Raffinerie zurück und ich zeige euch, wenn ich sie gefunden habe, sie hat sich nämlich gerade versteckt. Hier läuft das Ganze. Ihr müsst einmal Öl reinleiten und von der anderen Seite Wasser. Und mit einem Motor könnt ihr dann hier Benzin abpumpen. Das Ganze benötigt noch zusätzlich hier diesen Strom, diese Stromversorgung. Dafür braucht ihr die Stromleitungen und hier Motoren, die Strom herstellen. Wie das funktioniert, das seht ihr in einem anderen Video. Bis dahin, tschüss!